Heute gibt es seit längerem mal wieder was ganz Klassisches. Lasst euch nicht stören, ich bin ein bisschen erkältet. Und falls ihr Bock habt auf einen klassischen DM-Haul, dann bleibt dran. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco, leicht angekrankt. Ich versuche nicht zu husten. Und heute gibt es einen klassischen DM-Haul. Ich bin eigentlich gegangen wegen den Tempos, habe dann sehr schnell festgestellt, mein Öko-Gehirn hat nicht eingeschalten. Ich hätte mir ja eigentlich so eine Box kaufen können. Ja, egal. Ich habe dafür bezahlt 95 Cent. Das sind die Recycling. Da achte ich dann schon drauf. Dann habe ich mir geholt. Und da habe ich auch was zum Aussetzen. Jetzt haben die bei DM diese Cognac-Schirme in Karton eingepackt. Also nicht mehr. Na komm schon. Er will gerade nicht. Also nicht mehr in dem Plastik. Finde ich auch gut, aber warum schweißt man es dann in Plastik ein? Da hilft es doch wirklich, da muss man doch nicht reingucken können. Da hilft es doch wirklich, diese ganze Geschichte hier zuzumachen. Das Ganze als Aufdruck zu machen, reicht doch, oder? Vielleicht sind die von DM auch irgendwann mal bereit, das komplett zu lassen. Meine Cognac-Schwämme haben gekostet 2,45. Die halten mir jetzt schon wieder eine Weile. Ich habe jetzt echt ewig keine mehr gekauft. Dann wollte ich mir eigentlich meine Tampons von Einhorn kaufen, mit denen ich eigentlich echt zufrieden bin, weil außenrum auch kein Plastik ist. Gab's nicht. Also, wenn ich in DM gehe, dann sind die Dinger immer ausverkauft. Laufen halt echt doch gut. Sie sind auch gut, mal davon abgesehen. Habe ich mir halt die wieder geholt. Die haben gekostet 3,45. Davon habe ich zwei geholt. Brauche ich meistens immer. Dann stand ich heute zum ersten Mal im Laden und habe mal Inhaltsstoffe abgecheckt. Leider hätte ich es die ganze Zeit durchziehen sollen, weil ich dann doch auch ein Produkt geholt habe, was nicht so gute Inhaltsstoffe hat. Aber gut. Das hier ist eine Zahncreme von Dentodent für 1,45 €. War nur ein bedenklicher Inhaltsstoff drin. Ich habe mich dann dafür entschieden und das war der geschmacksgebende Stoff. Da frage ich mich immer, ob das sein muss. Also ich bin mit den Zahnputztabs nicht zufrieden gewesen. Ich sag's so, wie es ist. Ich bin mit meiner im Glas Zahncreme absolut nicht zufrieden gewesen. Ich hasse die, kann man schon ehrlich sagen. Dann habe ich mir geholt das Mineral-Make-up von Alverde. Und meine Kamera will einfach nicht heute. Ist okay. Ist okay. Lass mal. Ja, so funktioniert's. So funktioniert's. Ich achte auf Mikroplastik und ich habe mein altes Make-up weggeschmissen jetzt, weil es ist besser, dieses Produkt landet im Müll, als dass der Inhalt von dem Produkt in Umlauf kommt. Und ich will da einfach. Das ist halt mein Ding. Ich will da strikt darauf achten. Und ich finde auch, man sollte wirklich definitiv mehr darauf achten, keine Produkte mit Mikroplastik zu kaufen. Und ja, da ist das geworden. Ich wollte eigentlich ein Produkt von Lavera haben. Aber mein DM hat Lavera aus dem Sortiment genommen. Also die Kosmetik. Schade. Der hier hat gekostet 3,75 €. Ist übrigens die Farbe 01 Natural. Werde ich dazu ein Video machen, weil ich vermute mal, die könnte abrollen. Also wie schwierig sie ist eben. Dann habe ich tatsächlich eine Mascara gekauft mit Palmöl. Da hätte ich wirklich darauf achten sollen. Also ich könnte jetzt zurückgehen, mache ich aber jetzt nicht. Weil ich weiß, in meinem sind die immer sowas von unfreundlich, wenn du Produkte zurückgibst. Ist so. Eine hat mir mal einen Vortrag gehalten von wegen, sie wissen jetzt schon, das dürfen wir jetzt nicht mehr verkaufen und so.
Also bei mir sind sie schon besonders unfreundlich, muss ich wirklich sagen. Ich behalte jetzt einfach mit dem Gedanken, warum habe ich da nicht die Inhaltsstoffe abgecheckt? Wäre besser gewesen. Also hier ist Palmöl enthalten, aber meines Erachtens kein Mikroplastik. Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben, was anders ist. Ansonsten gebe ich die Mascara tatsächlich wieder zurück. Die hat gekostet 3,45. Dann habe ich gekauft. Tatsächlich hat der DM auch Teekerzen, das war jetzt schwierig, ohne diesem Aluminium und ohne diesen Plastik. Ich habe ja diese Becherchen, ich habe bis jetzt immer meine Teekerzen beim Müller geholt. Die sind tatsächlich ein bisschen teurer. Die hier sind billiger und passen tatsächlich in diese Becherchen rein, die ich ja eben noch habe. Und die haben gekostet 1,75. Dann habe ich jetzt noch zwei Essenssachen, die zeige ich hier auf dem Kanal jetzt auch gerade. Alles zum Thema Food findest du auf meinem Kanal Minimalistisch Intuitiv Vegan. Das sind einmal die Doppelkekse, die sind gar nicht mal so übel. Die haben gekostet 1,95. Und dann habe ich mir noch geholt die Chiasamen. Und die haben gekostet 2,75. Also beides, nee, die Kekse haben 1,95 und das hat 2,75 gekostet. Ist bei mir einfach so, Leinsamen vertrage ich tatsächlich nicht. So wie ich es verwende, kriege ich halt echt mega Bauchschmerzen davon. Und da ist der Chiasamen einfach für mich am verträglichsten und deswegen habe ich das auch gekauft. Insgesamt ausgegeben habe ich heute 27,85 €. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir für dieses Video doch einen Daumen nach oben und sag mir Bescheid wegen dieser Mascara. Das ist mir ganz wichtig, wenn du dich da ein bisschen besser auskennst, ab in die Kommentare. Ich sage danke fürs Einschalten und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!